Hast du es immer noch nicht kapiert? Cassius ist weg. You're destroying this world, Gaius. You and your soldiers cannot be allowed to continue your campaign. This world belongs to the strong, Cassius. It belongs to us. Don't you remember your duty? Don't you remember your friends? I remember everything. And it changes nothing! Oh yeah. Wieder Gefolgschaft. Ach, Mist. Jawohl. Huhuhuhu. Jawohl. Oh yeah. Das sieht wie der richtige Ort aus, um den letzten Kampf zu veranstalten. Oh, Kacke. Hier muss ich mal gerade... Halt! So. Au, au, au. Ah. Ups. Eis, 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 Baby. So. Und jetzt, was fresse ich denn? Was fresse ich denn? Viermal Abwehr, 30 Sekunden. Bisschen mehr Angriff. Und dann. Das hier. Ah, komm schon. Willst du mich veräppeln? Och, wirf denn noch. Ist das endlich das Ende? Nein! Wurden wir jetzt auch getroffen? Hallo? Oh oh. Ach. Schnell weg, schnell weg. Die Lava kommt. Los, weiter. Weiter. Was? Retten wir ihn jetzt? Und jetzt? You're not Cassius. Yes, I am. Yes, you are. But Cassius is gone. As is the world we once loved. Cherish it. Thank you.
Fidget. Thank you. Goodbye, Dust. Ey, das ist nicht fair. Das ist echt nicht fair, Leute. Wir haben doch alles richtig gemacht. Oh, kommt schon. Wir haben doch alles richtig gemacht. Oh Gott. Ich schlief gerade nicht wegen meiner Erkältung. Hey Leute, ich heule gerade ohne Scheiß. Das ist echt nicht fair. Through the actions of Arsene Mithrarin Dust, the Moonblood race is finally free. We will never forget his sacrifice or the deeds that saved our fairy world. We shall always remember what happened here. Dust's sacrifice will allow the Moonblood race to rise again, to rebuild our glorious civilization and live peacefully among the races of this world. Though it may appear that Dust has fallen here today, a force of good is not so easily extinguished. Ey Leute, das dürft ihr mir doch nicht antun. Ey, mein Herz ist gerade zerbrochen und jetzt A Game by Dean Dodrell. Alter, der Typ war in Anführungszeichen nur Game Designer. Grafiker, was auch immer. Music and Sound von Hyperduck Soundworks und Chris Gehan und Dan Byrne McCullough sind die Leute dahinter. Additional Music Funky Rustic von Alex Brandon. Ich werde jetzt nicht alle Namen aufzählen, denke ich mal. Sondern ich komme hier zu meinem Fazit. Und hey, das könnt ihr nicht machen. Er ist so traurig alles. Und dann ist doch noch dieses positive Ende dahinter. Dieser kleine Hoffnungsschimmer, der am Ende kommt. Oh, mein Herz, ey, Leute. Story and Writing, Dean Dodrell und Alex Kane. Ey Leute, ihr seid Genies. Ich habe selten eine so geile Story gesehen. Diese Story hatte alles und das mit so wenig, eine so großartige Story aufzubauen, das ist unglaublich. Ach Gott, Leute. Das war das Let's Play von Dust in a Legion Tale. Und ich muss sagen, am Ende so viele Szenen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche am Ende ich jetzt das zum Schluss-Thumbnail machen will. So großartige Bilder am Ende, die alle es verdient hätten, das letzte Thumbnail des Spiels zu werden. Es ist grandios. Also grafisch durch den Zeichenstil zeitlos. Ich meine, sowas ähnliches hat man Flucht von Monkey Island heißt es, glaube ich, also der dritte Teil der Monkey Island-Reihe, der nämlich auch durch diesen Zeichenstil zeitlos ist. Nee, Moment, Flucht von Monkey Island 3 ist nicht der dritte, das war der vierte, oder? Curse of Monkey Island oder so. Also auf jeden Fall der dritte Teil der Monkey Island-Reihe, der hat auch dieses gezeichnete, ist dadurch zeitlos, weil es sieht grafisch noch in 10 Jahren, kann man sagen, als wäre das heute entstanden. Weil es ist grafisch dadurch Bombe. Es sieht immer gut aus. Es sieht immer gut aus. Na gut, es kann natürlich sein, wir wissen ja nicht, wo die Grafik sich noch hinentwickelt, dass man dann vielleicht irgendwann doch den Punkt erreicht, wo man sagt, gut, das sieht jetzt nicht mehr, man sieht jetzt vielleicht doch das Alter dem Spiel an, aber ich glaube, das wird ein Spiel sein, was richtig gut altern wird. Das wird noch in 10 Jahren, würde ich dieses Spiel spielen und es würde mir Spaß machen. Die Story ist saugeil. Die Musik ist richtig schön. Die Voice-Actor haben einen so tollen Job gemacht. Das Einzige, was man dem Spiel ankreiden kann, aber nicht dem Original sozusagen. For my dearest Elizabeth. Eine schöne Widmung. Ich frage mich, was es mit der auf sich hat.
Dust an Illusion Tale. Wir haben es durch. Jetzt komme ich kurz zu meinem Fazit. Mach dann Schluss für heute. Das wird sozusagen die Schlussfolge sein. Die wird vielleicht auch ein bisschen länger sein, aber es wird noch Folgen kommen. Wie gesagt, wir wollen noch alle Freunde befreien. Und wir wollen zumindest noch was wollte ich noch machen? Alle Freunde wollte ich befreien und die Nebenmissionen wollte ich noch alle schaffen, genau. Aktuell ist das, glaube ich, nur noch die Nebenmission mit dem Schnee. Die kleine, die Schneemission für den Jungen, der den Schnee für seinen toten Vater haben möchte. Das werden wir noch, darum kümmern wir uns noch, aber das ist dann eine andere Sache. Also, dieses Spiel hat eine, wie gesagt, Bombenstory. Es ist unglaublich, es hat super Musik. Das Einzige, was man angreifen kann, und das ist, kann man halt nur in der deutschen Fassung, die Übersetzung. Hier muss man leider sagen, so, ich weiß, so, es ist immer schwierig, vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Ich merke es immer wieder, wenn ich ein englisches Spiel letztendlich vor mir habe, die Übersetzungen sind wirklich schwer. Aber man hätte einige Sätze besser übersetzen können und auch die Gags halbwegs oder auch die Sachen besser transportieren können. Man muss ja auch nicht immer alles wörtlich übersetzen. Leute, übersetzt es dann im Sinn, aber übersetzt es vernünftig. Also da gibt es so viel Verbesserung, Potenzial, sage ich mal, dass ich wirklich mir hoffe, dass hier nochmal die deutsche Übersetzung vielleicht irgendwann eine Überarbeitung erfährt, weil das ist, ja gut, wird man wahrscheinlich nicht mehr machen, weil das bedeutet auch wieder Geld in die Hand nehmen und so. Aber das ist echt, echt schade. Ich kann gut verstehen, warum über 8000, 90% oder so, oder über 90% dieses Spiel einfach nur als positiv bewertet haben auf Steam. Das Spiel hat, ich meine, bei 8000 Bewertungen 90% gut. Ey, das ist, wenn man das jetzt auf Metacritic umrechnet, wenn man jetzt einfach sagen würde, das würde eine 90% bei Metacritic bedeuten, oder das ist von Spieljournalen. Leute, 1++ mit Sternchen, wie viele Spiele kriegen das? Dust an Illusion Tale hat eine super Bombenbewertung und das aus gutem Grunde. Das Gameplay ist simpel gehalten, also die Kampfsteuerung ist simpel gehalten. Man hat eine Ausweichrolle, man hat die Angriffe, man kann auch dieses gut getimte Angreifen machen, um quasi diesen Stun zu erwirken bei den Gegnern. Ansonsten hat man noch die Fidget Moves dazu. Und man hat diesen Sternstau oder Sterndust oder was auch immer, wie diese Attacke jetzt heißt. Und das reicht eigentlich. Das sind ein paar Moves, die man hat, die funktionieren, die kann man super benutzen zum Kampf. Wir haben es jetzt gerade am letzten Kampf erlebt. Es funktioniert, man kann es super verwenden, super benutzen. Reicht, was will man mehr? Also Gameplay gut, Story gut, Musik gut. Sieht gut aus. Ey Leute, ich bin begeistert von diesem Spiel. Ich liebe es. Es ist toll, es ist grandios, es ist Bombe. Es macht so unglaublich viel Spaß zu spielen. Es hat so viel, was man noch entdecken kann. Wir haben jetzt, oder mir ist jetzt klar geworden, die Kreise sind Schätze. Da kann ich also noch so viel rumrennen. Ich kann auch die Karten alle auf 100% machen. Ich kann auch alle Schätze entdecken. Mich noch hinsetzen, wenn ich Bock habe, die Arenen zu machen auf 4 Sterne. Das gibt dann auch nochmal ein Achievement bei Steam. Man hat da noch so viel, was man noch an Zeit reinstecken kann und was ich auch reinstecken werde. Ein Teil davon werdet ihr mich begleiten, einen Teil werde ich einfach jetzt nur noch privat erledigen. Da werde ich mich hinsetzen, wenn ich Let's Plays höre oder so, werde ich noch ein bisschen Dust in Illusion Tale spielen, einfach weil es mir Spaß macht, weil es ein geiles Spiel ist und weil es ein Spiel ist, was mich so gut gepackt hat. Ich habe tatsächlich noch immer nicht das... wie hieß denn das? The Last of Us gezockt. Das habe ich jetzt auf der PS4 als Remastered Edition habe ich das mir jetzt geholt. Da bin ich noch gespannt, weil das soll ja auch eine super geile Story haben. Also ich hoffe, die ist mindestens so gut wie das. Das hat mich am Ende zu Tränen gerührt. Ich musste heulen. Ich musste echt heulen. Und ich schäme mich nicht dafür. Wer bei diesem Ende nicht wenigstens eine Träne vergießt, der hat ein Herz aus Stein, sozusagen. Das war ein so schönes Ende. Ich habe nur Lob für dieses Spiel. Ich bin begeistert. Man merkt es mir an. Ich bin Kopf explodiert. Ich kann jetzt noch 10 Minuten drüber reden, aber das mache ich nicht. Das macht keinen Sinn. Ich habe jetzt lang genug drüber geredet.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es unglaublich gut gefallen. Ich weiß nicht, welches Spiel in absehbarer Zeit da jetzt rankommen soll. Also ich weiß, dass von den Views und von den Klicks sind andere Spiele bei weitem besser bedient, was ich schade finde, was durchaus aber letztendlich auch ein bisschen an mir liegt, natürlich an der Art und Weise, wie ich moderiere, dass ich immer noch ein bisschen zu verkrampft bin, ein bisschen locker werden muss, immer noch nicht so ganz es raus habe zu labern und zu spielen und mich ein bisschen wenigstens aufs Labern zu konzentrieren, dass ich nicht immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer dieselben Sätze sage, was unglaublich nervig sein muss. Aber irgendwie habe ich gemerkt, trotzdem, wenn ich so schneide und so, komme ich ja doch irgendwie voran und laber wenigstens ein bisschen besser als noch vor einem Jahr. In einem Jahr kann man also vielleicht mich schon als vernünftigen Let's Player betrachten. Also das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was das toppen soll. Wir haben jetzt noch das CSI-Spiel, das letzte, was ich angehen will. Wir haben noch Wildest Story. Abyssal City oder sowas heißt das, glaube ich. Was auch sehr mich vom Stil an Dust erinnert. Da bin ich gespannt, ob das drankommt. Dann habe ich ein Horror-Let's Play mit Rübke aufgenommen, was, wenn ihr dieses Video seht, wahrscheinlich schon draußen ist. Ja, definitiv schon draußen ist. Ja. Weil das wird an Silvester starten. Dann wird es, ich hoffe, das schaffe ich auch noch jetzt die Tage, wird es auch wieder, weil das habe ich auch eigentlich jetzt schon seit ein, zwei Wochen, also seit Anfang Dezember immer mal wieder angedeutet, und ich komme da nicht hinterher, will ich die letzten Folgen des Let's Wish zu Risk of Rain raushauen, weil das funktioniert jetzt auch richtig. Ich glaube, so viel noch zu tun, so viel zu machen, aber so viel Liebe wie... Also das war für mich... Ey, Leute, sorry, aber das war auch besser als Bastion und Transistor. Transistor hieß das, glaube ich, ne? Ich habe damals Transzendenz oder sowas gedacht. Transistor, genau. Das Spiel ist einfach nur 30 Daumen hoch. Kann ich nicht anders sagen. So, Schluss jetzt. Genug geschwärmt. Fanboy-Modus kann ausgeschaltet werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Und begleitet mich in mein nächstes Let's Play. Wie gesagt, hierzu gibt es noch ein paar Folgen. Die Tage einfach noch ein bisschen... Wahrscheinlich jetzt unregelmäßiger, also nicht mehr täglich, wahrscheinlich, sondern nur noch so alle zwei Tage, weil jetzt wird nur noch so ein bisschen Nebengeplänkel gemacht, wie gesagt, alle Freunde finden, und da muss ich auch überlegen, wie ich das mache, ob ich, einerseits will ich mich nicht spoilern, aber andererseits, alle Freunde finden bedeutet, ich müsste alle Maps durchrennen. Und dass ihr mich dabei begleitet, wie ich jetzt durch alle Maps renne, um die Freunde zu suchen, weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob ich das irgendwie alles aufnehme oder immer nur die Aufnahme starte, wenn ich einen Freund gefunden habe. Ach, weiß ich nicht. Da weiß ich echt noch nicht, wie ich das mache. Naja, vielleicht kommt es auch nicht direkt im Anschluss, vielleicht lasse ich hier auch ein, zwei Wochen verstreichen und gehe das dann an. Andererseits hat man bei Transistor gesehen, wenn ich zu viel Zeit oder wenn ich das nicht sofort angehe, was daraus werden kann. So ein verlorenes Projekt, das will ich auch nicht. Dafür hat mir das zu viel Spaß gemacht, als dass ich dem jetzt so ein Transistor-Schicksal bieten möchte. Naja gut, schauen wir mal. Das ist jetzt nicht Thema, soll nicht Thema sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Cheerio, the King has left the building.